Pünktlich zu Halloween bekommt der Erkelenser Ortsteil Gerderath eine ganz besondere Attraktion. Bereits seit 2008 verwandelt Christian Kosching sein Haus am Flossbach zu einem schaurig schönen Halloween-Haus. Mit ganz viel Liebe zum Detail entsteht in wochenlanger Arbeit ein wahres Gesamtkunstwerk mit extrem hohem Gruselfaktor. Vor 9 Jahren fing das dann an. Da kamen die ersten Kinder singen. Wir sind früher auf St. Martin rumgezogen. Dann kamen die ersten Kinder auf Halloween. Die wollten Süßes oder Saures. Und dann haben wir beschlossen, ab nächstes Jahr gibt's Saures. Und so wächst quasi hier das Horrorhaus. Seit 9 Jahren wird der Aufwand immer größer. Aber die Leute kommen gerne. Und nachdem diese sich den Weg vorbei an den unterschiedlichsten Horrormasken und blutigen Schädeln gebahnt haben, gelangen sie in den zum Friedhof umgestalteten Garten des Gerderathers. Was sich heute auf Dutzenden von Quadratmetern abspielt, begann einmal ganz klein. Es startete damals mit 20 Kindern, die klingeln kamen, und ich saß im Flur mit einer Teufelsmaske auf dem Schoß, den Leckerpott, die Kinder standen dann an der Tür, die meine Frau aufgemacht hat, und trauten sich nicht in den Flur rein. Und heute haben wir, also bestimmt, ja, es sind mehr wie 500 Teile, die wir so aufbauen. Und es kommt jedes Jahr was dazu. Also es wird immer mehr Bastelaufwand, aber ich habe auch mehr Helfer. Also es läppert sich, es wird immer mehr, ja. Mit der Unterstützung von rund 7 Familienangehörigen und Freunden beginnt die Arbeit bereits im September mit der Herstellung der ersten Figuren. Wenn man die Zeit addiert, stecken wohl rund 14 Tage am Stück in den Vorbereitungen für diese eine Nacht, in der bei ihm schon so mancher bereits unter der Erde liegt, der im wahren Leben immer noch sein Unwesen treibt. Doch neben dem Gruseleffekt möchte Familie Kosching vor allem aber auch feiern. Und so herrscht am Halloweenabend im natürlich stilgerecht dekorierten Zelt mächtig Stimmung. Denn mit den Nachbarn, den Bewohnern des Ortes und der wachsenden Zahl auswärtiger Gäste kommen an diesem Abend einige 100 Besucher in das Horrorhaus. Hier kann jeder einkehren, der gucken kommt und gerne hier rein möchte. Wir haben Würstchen, wir haben eine Zapfanlage, wir grillen. Der Rewe-Laden aus Gerderath, der Herr Steininger, der stiftet uns netterweise auch Würstchen. Wir haben eine Spendenbox aufgebaut. Wer nicht gerne umsonst trinkt, kann gerne was hier lassen und Spaß haben. Spaß haben vor allem auch die Kinder, die bei Koschings aber nicht ganz so einfach an die geliebten Süßigkeiten kommen. Manch einer muss auch seinen ganzen Mut zusammennehmen, um ins Teufelsmaul zu greifen. Der 5-jährige Neil zeigt schon mal, wie es geht. Nachdem im vergangenen Jahr der Operationssaal von Dr. Frank N. Stein für den blutigen Teil der Nacht zuständig war, können sich die Besucher aktuell auf die Gruselmetzgerei freuen, die so manche Spezialität bereithält. Ja, hier sind dann viele von unseren Bastelsachen, die wir so quasi gemacht haben. Es gibt viel zu kaufen mittlerweile, dem Internet sei Dank bekommt man überall alles Mögliche, aber wir haben dieses Jahr sehr viel selber gebastelt. Aus Pappmaché, Kaninchendraht ist verarbeitet, rollenweise Klebeband, von allem was so, viel Farbe haben wir gebraucht, Heißkleber, alles was man so findet, kann irgendwo eingebaut werden. Und man wird auch kreativ, man wächst dann quasi mit jedem Teil, bekommt man neue Ideen und es entwickelt sich. Neue Ideen wird es sicherlich auch im kommenden Jahr wieder bei Christian Kosching zu bewundern geben. Doch jetzt wird erst einmal kräftig gefeiert und anständig gegruselt. Na dann, Happy Halloween!